Ja, ruhig Blut, Thomas Stamm, Freiburgs Trainer, äußerlich die Ruhe selbst, Platz 10, eine super erste Drittligasaison. Was will man mehr? Auf der anderen Seite dürfte Thorsten Ziegner, Duisburgs neuem Coach, ein bisschen die Düse gehen nach Ferls Sieg gestern. Der MSV hoffte auf den berühmten Trainereffekt. Ein Sieg wäre gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt. Duisburg in Blau und Weiß legt dementsprechend los, vom Anpfiff weg mit Energie. Vorne rein. Auf Yeboah im Zusammenspiel mit Stoppelkamp. Direkt Stoppelkamp. Hun darf sich gleich mal auszeichnen. Nach 18 Sekunden, richtig gehört, Lars Hun, 22-jähriger Schweizer, feiert heute sein Drittligadebüt im Freiburger Tor. Das weiter scharf anvisiert wird von Duisburg. Yeboah macht das gut und findet dann sein persönliches Stoppschild in Kammerknecht. Halb Duisburg fordert Elfmeter, aber Yeboah nicht, und das zu Recht. Kammerknecht rustikal, aber nicht unfair. Kaum gelungene Aktion bisher von den Breisgauern, wirken in der Anfangsphase äußerst entspannt. Rosenfelder, zu entspannt, optimistischer Pass, da ist Stoppelkamp und da ist die Führung. 5 Minuten rum und Moritz Stoppelkamp sorgt für die erste Explosion im Duisburger Stadion. Knapp 12.000 flippen aus. Max Rosenfelder, halb rechts in der Dreierkette, spielt den Ball hier zu lasch nach hinten auf Hund und Stoppelkamp. Der Ex-KSCler geht da energisch hinterher. Mit seiner Erfahrung von mehr als 300 Erst- und Zweitligapartien lässt er sich diese Einladung natürlich nicht nehmen. 9. Saisontor des MSV-Kapitäns. Freiburg verpennt den Start, zuletzt ja Osnabrück mit 4-1 weggefegt, aber in den ersten knapp 20 Minuten spielt vorne nur der MSV. Wieder Yeboah, der in Hamburg geborene Deutschkanar, sehr auffällig belebt, sichtbar das Offensivspiel der Zebras. Und immer wieder auch Moritz Stoppelkamp. Siké im Duell mit Knoll, der Elfmeter fordert, und das zu Recht. Hugo Siké, dem belgischen Talent der Breisgauer, springt der Ball erst an den rechten Arm und dann an die linke Hand. Großes Glück für Freiburg, dass es in der dritten Liga keinen Videobeweis gibt. Auf Glück folgt Unglück. Enzo Leopold auf dem Hosenboden hat einen abbekommen von Knoll, der Leopold kurz zuvor hier auf den Fuß getreten war. Es geht nicht weiter für Freiburgs Mittelfeldmann, an dem Hannover Interesse haben soll. Schon gegen Osnabrück angeschlagen, ausgewechselt. Jetzt wieder für ihn kommt Mika Bauer ins Spiel, Sohn von Markus Bauer, dem Handball-Weltmeister von 2007. Und Bauer bringt so ein bisschen Schwung gleich mal rein bei den Gästen aus dem Breisgau. Da ist Mika Bauer, jüngster Drittliga-Torschütze bei seinem Drittliga-Debüt, der 17-Jährige, auf den 34-Jährigen Flumm. Da ist doch der erste Freiburger Torabschluss, die Generationen-Kombi Bauer auf Flumm, 17 auf 34 Jahre, endlich mal eine schöne Aktion. Ansonsten ist es Blau-Weiß, das dominiert nur eine Minute später. Hun, Schmidt wieder nicht gut und dann geht Duisburg nach. Yeboah. Zum ersten, Yeboah wurschtelt sich da irgendwie durch und dann ist Schmidt dazwischen, eben mit dem Ballverlust. Und dann bereinigen's Freiburgs Youngster irgendwie, aber sie schwimmen hinten merklich. 3 Minuten vor der Pause, das 2:0 für Duisburg wäre inzwischen verdient. Langer Ball auf Ademi, der nimmt den gut mit. Ademi! Hun, klasse Parade von ihm, dem jungen Schweizer, seit 2019 beim SC. Toller Reflex mit dem linken Bein. Schmeichelhaftes 0:1 zur Pause aus Sicht des Sportclubs. Siké bleibt angeschlagen draußen, dazu Kehl. Für die beiden kommen Kammerbauer und Ontujans. Freiburg überspielt dann mal eine Linie im Mittelfeld. Rosenfelder mit ein bisschen Platz und Ontujans kommt eingelaufen. Daniels Ontujans, der Lette. Weinkauf muss da erstmals richtig ran im MSV-Kasten. Daniels Ontujans mit dem besten Freiburger Abschluss der Partie. Eine knappe Stunde gespielt. MSV-Coach Ziegner, der Nachfolger von Hagen Schmidt, ist in Duisburg der 10. Trainer in 10 Jahren. Coachte in der dritten Liga bislang Würzburg, Halle und Zwickau. Dann mal wieder sein Team. 70. Minute schon. Toller Pass von Ademi auf Stoppelkamp. Moritz Stoppelkamp immer wieder auffällig in der zweiten Hälfte, aber nicht mehr so wie zu Beginn. Wäre hier im Abseits gewesen, knapp, aber die Fahne
blieb unten. Die Luft in der zweiten Hälfte deutlich raus, auch weil Freiburg stabiler steht. Wenn dann was geht, dann über Duisburgs Dreigestirn. Ademi, Stoppelkamp und Yeboah. Hun ist da, aufmerksam. Auch er wirkt jetzt hier ein bisschen sicherer beim Team von Thomas Stamm. Der personell alles probiert, Viertelstunde vor Schluss hat er alle fünf Wechsel ausgeschöpft. Auch sein Landsmann, der Blondschopf Nishan Burkhardt, mittlerweile drin, kommt hier ins Spiel und geht gut vorbei an Frey Ontujans. Das Zusammenspiel, Burkhardt könnte abschließen, gibt nochmal zurück. Dann nochmal der Ball auf Risch, aber auch der schließt nicht ab. Ein Schleifchen zu viel von Freiburg. Und Duisburgs Fans, die sehnen dem Abpfiff entgegen. Ein Sieg wäre, wie gesagt, der Klassenverbleib. Aber Freiburg hat noch eine Aktion, 90. Minute. Kammerbauer, geht nochmal was. Der MSV verteidigt das leidenschaftlich. Nochmal Nishan Burkhardt bringt den nochmal in den 16er, aber der Ball ist dann gar kein Problem für Leo Weinkauf. Und das war's dann. Traumdebüt samt Ligaverbleib für Thorsten Ziegner. Und Duisburg-Freiburg war heute einfach zu harmlos. Anfangsphase waren wir zu unruhig, mit Ball zu unruhig. So entsteht auch das 1-0. Ansonsten, klar, hast du auf beiden Seiten dann Möglichkeiten, Tore zu machen. Aber nicht zwingendes von Duisburg. Und so bringen wir sie ins Spiel, bringen wir die Emotionen rein, die am Anfang da waren, was klar war. Mit Trainerwechsel, mit Publikum, was da ist, das hättest du so ein bisschen brechen müssen, ein bisschen ruhiger sein in der Anfangsphase. Das ist uns nicht gelungen. Und deswegen wird der MSV auch im vierten Jahr in Folge dritte Liga spielen. Die Freiburger werden ihre 13. Saisonniederlage aber verschmerzen können.